Nachdem ich fleißig gebucht habe im Dezember, ist es Zeit für die Jahresabschlussbuchungen. Was heißt das? Ich nehme mir alle meine Bestandskonten vor und buche sie einfach leer bzw. auf die gleiche Summe. Nehmen wir zum Beispiel das Konto Kasse. Da haben wir auf der Sollseite die Summe 5.000 stehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Summe 4.500 stehen. Es muss aber auf beiden Seiten genau die gleiche Summe stehen, also fehlen auf der Habenseite 500 Euro. Und da schreiben wir uns auf, wir haben einen Saldo von 500 Euro und zwar auf der Habenseite. So, und jetzt auf einmal haben wir auf beiden Seiten die gleiche Summe und das müssen wir buchen. Um praktisch die Kasse leer zu buchen oder auf gleiche Summen zu buchen, müssen wir an Kasse buchen. Die Buchung muss also lauten an Kasse erst einmal und 500 Euro. Das Gegenkonto ist bei der Jahresabschlussbuchung immer das Jahresabschlusskonto. Kommen wir zum nächsten Konto. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen hat einen Saldo von 200 Euro auf der Habenseite. Also müssen wir buchen. Wir müssen also buchen Jahresabschlusskonto an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Wie viel waren das jetzt? Das waren 200 Euro. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen steht das Saldo auf einmal auf der linken Seite, also auf der Sollseite. Also muss entsprechend auch gebucht werden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Jahresabschlusskonto. So, wie viel waren das jetzt? Das waren gab 50 Euro. Ja. Sind alle Buchungen gemacht, dann sieht das so aus, wenn man sie untereinander schreibt. Und daraus kann man jetzt ganz bequem die Bilanz erstellen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich lösche alles, was mit Schlussbilanzkonto zu tun hat. Ja, es ist nicht richtig gelöscht, nur das Wort ist gelöscht. So. Und jetzt ziehe ich das hier rüber. Das hier, das kommt hier vollends rüber. Breiter gemacht. So, und das kommt hier rüber. So, und jetzt schreibe ich nur noch hier drüber Aktiva und hier drüber Passiva. Und schon bin ich fertig mit der Bilanz. Wir merken uns, die Bilanz erstellt man, indem man die Jahresabschlussbuchungen bei den Bestandskonten vornimmt. Hier ist die ganze Bilanz nochmal aufgeführt, nur etwas anders geordnet, gefärbt und gerahmt. Sieht einfach schöner aus. Nein, deswegen habe ich es nicht gemacht. Wichtig ist die Ordnung. Schauen wir zunächst einmal auf die Aktiva. Bebaute Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsausstattung, und geringwertige Wirtschaftsgüter, das sind auch Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die haben nur ein paar besondere Merkmale bezüglich der Abschreibung, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Wichtig ist, das sind alles Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, im Betrieb zu bleiben. Zum Beispiel unser Bürostuhl. Wir brauchen einen Bürostuhl zum Draufsitzen, aber da wir keinen Bürostuhlhandel haben, gehört es zum Anlagevermögen. Und das steht immer oben. Und man ordnet es grob gesagt danach, wie schnell es veräußerbar ist. Also ein Grundstück, da brauchen wir einen Notar, einen Grundbucheintrag und noch verschiedene andere Sachen. Das ist ein relativ komplizierter Prozess, ein Grundstück zu verkaufen. Deswegen steht das grundsätzlich ganz oben. Dann die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Das sind in der Regel teurere
Gegenstände des Anlagevermögens, die sind nicht so leicht zu veräußern. Meistens sind es irgendwelche Maschinen in irgendwelchen Produktionsbetrieben. Ja, und die geringwertigen Wirtschaftsgüter, das sagt ja schon der Name, geringwertig, das kann eine Kaffeemaschine sein, das sind einfach Sachen, die einfach ein bisschen billiger sind. Man geht davon aus, dass man die auch schneller verkaufen kann. Deswegen diese Ordnung. Danach kommt eine andere Art von Vermögen, das sogenannte Umlaufvermögen. Das ist nicht dazu bestimmt, im Betrieb zu bleiben. Also unsere fertigen Erzeugnisse, die Goldkettchen und den Schmuck, den wir hergestellt haben, die sind bestimmt nicht dazu da, ewig im Schaufenster zu sein, sondern die sollen verkauft werden, die sollen so schnell wie möglich wieder raus. Die Rohstoffe sollen ebenfalls verarbeitet werden. Ist zwar auf der einen Seite gut, wenn wir ein Rohstofflager haben, aber besser ist es, wenn es schnell wieder aufgebraucht wird. Dann die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das sind Rechnungen und wir gehen ja davon aus, dass unsere Kunden alle pünktlich bezahlen. Deswegen sind die so gut wie Bargeld. Man geht also davon aus, dass man die relativ schnell zu Geld machen kann, beziehungsweise dass die relativ schnell zu Geld werden. Dann die Rohstoffe könnten wir theoretisch wieder an unseren Lieferanten zurückverkaufen. Die sind schon ein bisschen schwerer veräußerbar und die fertigen Erzeugnisse, da geht man davon aus, dass die am schwersten zu veräußern sind. Ja, man ordnet es einfach so. Dann die Bank, das ist ja so gut wie Bargeld. Man muss nur hingehen und es abheben und die Kasse, das ist schon Bargeld. Also das ist das, was am leichtesten zu liquidieren ist, weil es einfach nicht liquidiert werden muss. Und danach werden die Aktiva geordnet und die Aktiva sind, wie ihr sicher alle festgestellt habt, Vermögensgegenstände. Und diese Vermögensgegenstände, die muss ich irgendwie finanzieren. Dazu stellt man sich vor, also man verkauft diesen Betrieb an jemanden und der will den jetzt kaufen. Dieser jemand, der hat ein Eigenkapital von 55.900 Euro, das bezahlt er dafür. Und um diese ganzen Gegenstände zum Buchpreis zu erwerben, weil niedriger verkaufen wir ja nicht oder würden wir nicht verkaufen, muss er eben einen Kredit aufnehmen. Und dazu übernimmt er den vorhandenen kurzfristigen Kredit von 15.000 Euro und eben diese unbezahlte Lieferantenrechnung. Die ist auch so eine Art sehr kurzfristiger Kredit. Und damit haben wir auch das Ordnungskriterium für die Passiva-Seite. Die ordnet sich nämlich nach der Laufzeit der Kredite. Auf der Passiva-Seite stehen also das Eigenkapital und es ist auch gut, dass es auf der Passiva-Seite steht, auf der rechten Seite. Das ist nämlich auch dieses Ausnahmekonto, das Eigenkapitalkonto mit allen Unterkapitalkonten, da gibt es noch mehrere davon. Das ist gut, wenn die im Haben gebucht sind, also wenn die auf der rechten Seite stehen. Weil das ist im Grunde genommen das Geld, was der Unternehmer in das Unternehmen mit einbringt, um eben diese ganzen Vermögensgegenstände, die er braucht, um sein Geschäft zu betreiben, finanzieren zu können. Und die restlichen Passiva, das sind alles irgendwelche Kredite. Und die sind geordnet nach der Laufzeit. Also zuerst kommen die langfristigen Kredite, dann die mittelfristigen, haben wir Gott sei Dank keine, und dann die kurzfristigen. Und ganz zum Schluss kommen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Das sind eben die Lieferantenrechnungen, die sollen sehr schnell bezahlt werden. Meistens sollen die sofort bezahlt werden. Die haben also eine maximale Laufzeit von 30 Tagen. Das ist auch eine Art sehr kurzfristiger Kredit. Ja, und damit wäre ich am Ende der Ausführungen. Oft wird das Eigenkapital auch als Differenz erklärt zwischen Aktiva und Passiva, weil es muss auf beiden Seiten immer die gleiche Bilanzsumme herauskommen. Und wenn man das jetzt ausrechnet, haben wir auf beiden Seiten die gleiche Bilanzsumme. Das mache ich jetzt nochmal. So. Und wenn die Bilanz richtig erstellt wurde, dann passt es ganz genau. Und in vielen Programmen wird das Eigenkapital dann auch automatisch berechnet. Also wir merken uns, die Bilanz erstellen wir, indem wir die Bestandskonten am Jahresende einfach leer buchen. Und aufs Jahresabschlusskonto buchen und aus dem Jahresabschlusskonto, da stehen dann links die Aktiva, die ganzen Vermögensgegenstände und rechts steht das Eigenkapital und die ganzen Schulden und Kredite, aus denen sich das
die ganzen Vermögensgegenstände finanzieren. Steht das Eigenkapital auf der Aktivseite, heißt es, dass wir aus dem Verkauf unserer Vermögensgegenstände die ganzen Kredite nicht bedienen könnten. Und das ist schlecht. Das ist bei vielen Firmen leider der Fall.